Und damit herzlich willkommen zum finalen Ende Endboss von Sonic Adventure DX, der jetzt hier wieder volle Kanne abgeht, indem er All Systems Full Power macht, ne? So. Im letzten Part war er eigentlich schon down, aber dann hat er so eine finale Attacke noch drauf gehabt. Wie im Pokémon halt, ne? Und aus dem Grund hoffen wir, dass es dieses Mal klappt. Dann mach. Watch out, he's up to something. Das ist einfach unfair. Es ist einfach unfair. Ich weiß nicht, wo er einschlägt. Ich weiß es einfach nicht. Ich bleibe jetzt einfach da stehen, wo ich bin. Wenn ich es nochmal bis dahin schaffe, überhaupt, weil das Spiel ja so unfair ist. Get a load of this. Get a load of this. Nee. Ist einfach nicht mehr schön. Bin gespannt, wer sich den letzten Part überhaupt komplett angesehen hat. Ich würde auf niemanden schätzen. Jetzt haben wir auch noch 13 Leben, die Unglückszahl. Wunderbar. Bockt sich ja noch viel mehr jetzt. Dreh gleich durch bei den Scheiß hier. Dabei wollte ich eigentlich heute noch einen Livestream machen. Gut. Hat sich dann wohl mit dem Livestream. 15 Parts später sitzen wir wahrscheinlich jetzt immer noch da dran. Ja, see if you can make it through hier, ne? Ja, hast du gesehen, wie ich das geschafft habe, Arschloch. Du mich auch, ne? Mit deinem Get a load at this. Wunderbar, es hat gemacht, Eggy. Wunderbar. Guck, ich bring dir jetzt dein Weihnachtsgeschenk hier rüber. Stirb, du verdammtes Arschloch. Vielleicht merkt man, dass ich keinen Bock mehr auf den Bosskampf habe. Vielleicht merkt man's. Weil es einfach nur unfair ist. Woher soll ich denn sehen, wo er einschlägt? Das sieht man einfach nicht. Du mich auch. See if you can make it through here, Sonic. Soll ich jetzt an Eggman sprechen? Soll ich den Ton einfach ausmachen und ich Eggmans Stimme machen? Langsam kann ich seine Sprüche auswendig. Wenn er hochspringt, get the loaded this, dann can you make it through here, Sonic? Und was anderes hat er eigentlich gar nicht, weil er dafür zu dumm ist. No way. All Systems! Genau, das hat er auch noch. All Systems Full Power. Aber ansonsten war es das. Was anderes hat er nicht drauf. It's no use. Give up. Ich war oben. Gut. Bin tot. Ich wollte gerade fragen, was ist jetzt mit der Musik los? It's no use. Give up. Ich bin eh tot. Das dritte Leben schaffe ich nicht. Er kommt wieder von da. Wom! Fair. He's not gonna get away with this. It's no use. Give up. Fair! Ist eh verloren. Ja, ist verloren. Habe ich doch vorher schon gesehen. Ey, es ist so unfair, der Boss. Das ist einfach... Nee, geht nicht. Kann man nicht beschreiben, den Boss. Get a load of this. Get a load of this. Yeah, you spin me right round, ne? See if you can make it. Ja, du mich auch. Da 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 da. Eigentlich wäre der schon zweimal kaputt gegangen. Aber Eggman ist ja so gut im Reparieren, der schafft das innerhalb von 2 Minuten einen kompletten riesigen Roboter zu reparieren und. Ja, deswegen haben wir jetzt hier auch nochmal Spaß mit ihm. Auch wenn ich immer noch nicht glaube, dass das der echte Eggman ist.
gegen den wir hier wunderbar. Jetzt! Ich mache jetzt langsam echt den Ton aus. Weil langsam reicht es mit seiner dummen Stimme. Was der reden kann, kann ich auch. Vielleicht sogar noch besser. Nee! Schade! Was? You spin me right round, baby, right round, and we're running here from left to right again, and again, and again, and nochmal, und nochmal, und fix dich! You can make it through. No. Gut. Warum streng ich mich eigentlich noch an? Döp, die döp, die döp, die döp. So, wir haben den Ring. Jetzt müssen wir eigentlich nur. Ja, du mich auch. Wo bleibt der dritte Get a Loaded This? Ah, genau, die Atombombe hat er auch noch drauf. Diese Spannung. Es ist einfach unbeschreiblich. Und es ist einfach so verdammt langweilig, immer wieder dasselbe zu spielen, einfach nur weil das Spiel total unfair ist. Und mit unfair meine ich auch unfair. Die finale Attacke ist so unvorhersehbar. Ich bin gespannt, wer das hier überhaupt noch sieht. Kann ich mal was in die Kommentare schreiben. Hui. See if you can make it through here, Sonic. 1, 2, 3, tot. So, und jetzt kommen die Kreisel wieder. Get a load of this. Nachdem er Get a Loaded This gemacht hat, genau. Get a load of this. No way. All systems, full power. It's no use, give up. Das verstehe ich auch nicht. Ein paar Mal ist das echt so ver... Ja, jetzt kann er hier nämlich nochmal so lustig im Boden zerstören und dann ist eigentlich eh schon verkackt. It's no use, give up. Hä? Ach so, ich dachte, er ist schon down. Nee, das wäre ja zu leicht, ne? He's not gonna get away with this. It's no use, give up. Check ich nicht. Ja, wir sind tot. Fair. No. Fair. Wie wär's, Freunde? Macht das Spiel mal ein bisschen fairer und dann macht's vielleicht auch Spaß. Aber so? Niemals. Ich flieg voll in seinen Kopf rein und er verletzt sich nicht. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht. Du mich auch! Arschloch! Hier, wenn die Homing-Attack nicht mitmacht, kann ich auch nichts dafür. Gut, ist mir auch scheißegal. Spiel ist scheiße, Spiel ist behindert. Kann ich nichts dafür. Get a load of this. Du mich auch. Get a load of this. Ich kann's doch gleich mit Donkey Kong irgendwie Platz tauschen. Behindert lachen und get a load of this sagen wird er wohl auch können. So dumm ist er wohl auch nicht.
Machen wir einen Vergleich. Wer ist schlauer, Eggman oder der Donkey Kong? Können wir ja wirklich machen. Schreibt mal in die Kommentare, wer glaubt, dass er schlauer ist. Wer glaubt, dass Donkey Kong schlauer ist, oder wer glaubt, dass Eggman schlauer ist als Donkey Kong? Können wir auch mal gucken. Scheiß drauf. Eggman ist scheiße. Drei Sätze kann er. Ein Wörterbuch wäre cool gewesen für Eggy. So zu Weihnachten. Perfektes Weihnachtsgeschenk für Eggy. Also wenn ihr noch ein bisschen Geld übrig habt, so ein Wörterbuch oder so ein Deutschbuch, in dem drin steht, wie man Sätze richtig bildet, wäre schon geil. It's no use. Give up. See if you can make it through here, Sonic. Ich glaube, man spürt die Dramatik, ne? Also die Spannung, die sich hier in mir aufbaut. Get a load of this. Kurz bevor ich kotzen muss, ne? Ja, du mich auch. Hui. No way. Jetzt scheiß ich mal drauf. Full Systems. Full Power. Als ob ich der Eggman-Sprecher wäre, ne? So gut kann ich das synchronisieren. Full Systems. Full Power. Ich finde die Homing Attack in dem Spiel ist so fair und so verdammt fair. Ist die Homing Attack. Singen wir ein Lied über die Homing Attack. Ich hasse die Homing Attack. Sie ist so sinnlos, sie ist so scheiße, sie macht nicht das, was ich will. Und ja, warum haben sie sie eingebaut? Wenn sie eh nicht funktioniert. Gut. Hier, guck. Warum spiele ich überhaupt noch? Nee, Game Over will ich nicht. Nein. So weit gesunken bin ich dann auch noch nicht. See if you can make it through here, Sonic. Wow, Punktlandung in der Mitte. Hammer. Get a load at this. Get a load at this. So, jetzt schießt er hier seine Atombombe ab, die mich natürlich trifft. So, wieso denn auch nicht? See if you can make it through here, Sonic. Ich finde aber, dass Sonic wird episch betont. Get a load at this. Get a load at this. Ich finde es auch episch, wie die Münzen sich irgendwie, die Ringe sich durch den Boden backen. Sieht man nicht in jedem Spiel heutzutage. Aber das Spiel, das hat's echt drauf. Das ist einfach so übel verbuggt, dass ich weiß es einfach. Irgendwie glaube ich, dass er jetzt... Nee, jetzt sagt er nicht mehr Get a Load of This. Okay. Wollte gerade sagen, irgendwie glaube ich, dass er jetzt Get a Load of This sagen wird. Es ist scheiße einfach. Oh, Systems! Full Power! Du hast drei Versuche. Zweimal von den drei Versuchen musst du ihn treffen. Das ist schier unmöglich mit der verbackten Steuerung. Okay, einmal. Haben wir noch ein zweites Mal vor uns, okay. Jetzt kommt er von da drüben. Ach, das war auch fair. Ich weiß zwar nicht, wieso die Homing Attack wieder nicht funktioniert hat. Und wie er mich dann getroffen hat, weiß ich nicht. Fangen wir das Spiel. Auf jeden Fall fängt er jetzt wieder mit seinem epischen Spruch an, den wir eigentlich nie vergessen werden. Er ist einfach so geil.
Muss ich unbedingt in mein neues RPG-Maker-Spiel einbauen, den Spruch? Habe ich mich nicht getraut. Noch ein paar Leben mehr verlieren will ich nicht. Oh, guck mal. Fair. Fair. Yeah. Fair. Fair. Ich fang gleich heulen an. Das Spiel für kleine Kinder. Dort lernen sie Englisch. Und zwar Get a Load at This, ne? Eggman. Atombombe. Hui. Zerstören wir die Welt. See if you can make it through here, Sonic. Weiß nicht, ich glaube, wir haben die Zeit schon überschritten. Unsere 18 Minuten. Aber da scheiße ich jetzt einfach mal drauf, weil ein gewisser jemand jetzt sterben will. See if you can make it through here, Sonic. Nee, ich glaube, ich schaff's nicht. Oh, ich hab's geschafft. Tut mir leid. Wir haben pinke Schuhe an. Juhu. Pink. It's no use. Give up. See if you can make it through here, Sonic. Die ersten Phasen laufen eigentlich perfekt ab jetzt. Ihr könnt euch, glaube ich, sogar schon blind. Das Let's Play ist blind. Get a load at this. Get a load at this und at this. Wie wär's auch, wenn wir auf das hier noch get a loaden? No way. So, jetzt haben wir die All Systems, die Full Power bekommen. Ne? Boah. Jetzt kommt noch von da hinten. It's no use. Give up. Einmal noch. Komm, das kriege ich jetzt aber hin. Ich hab echt keinen Bock mehr. Vielleicht merken wir uns. He's not gonna get away with this. It's no use. Give up. Geil. Damit ist ein weiterer Boden kaputt und eine Chance ist wieder verbraucht, um es zu schaffen. It's no use. Give up. Gut. Es ist so fair, dieses Spiel! No. Ja, unsere Zeit ist aus, hätte ich mir nicht gedacht. Aber es... Eggman will sterben. Er will es einfach heute noch drauf bekommen. Ich weiß nicht, was klappt beim letzten nicht? Ich mache alles so wie davor auch. Was klappt nicht? Was mache ich falsch? Eggman! Du machst viel falsch. Außerdem kotzt mich dein Spruch an. Wie oft noch? Das Spiel will es nicht lernen. Ich glaube, wir kriegen ja echt noch ein Game Over. Yeah. See if you can make it through here, Sonic. 1, 2, 3. Yeah. Get a load of this. Get a load of this. Get a load of this. Lame.
It's no use. Give up. See if you can make it through here, Sonic. Nee, ich glaube, ich schaff's. Oh, ich hab's echt geschafft. Cool. Hätte ich nicht gedacht von dir. Der Spruch, ne? Das. Wie lange dauert der Part, glaube ich, dann zum Hochladen? Ich würde sagen, eine Stunde. Na, was heißt eine Stunde? Eine Stunde dauert schon so ein normaler Sonic-Part zum Hochladen. 4-5 Stunden. Je nachdem. Wenn jetzt ein Game Over kommt, dann dauert es 10 Stunden zum Hochladen wahrscheinlich. Kann ich wieder eine Nacht im PC anlassen. Kann ich mich bei Eggman bedanken. Kann Eggman ja die Stromrechnung dann bezahlen. Macht er doch gerne, ne? Ist ja sein Roboter. He's not gonna get away with this. It's no use. Give up. Hallo, Eggy. Mach mal. Es muss klappen. It's no use. Give up. Klappt nicht. Es klappt einfach nicht. Ich visiere ihn an, ich visiere ihn an, ich visiere ihn an. Wenn er nicht will, will er nicht. Tut mir leid. Und dann können wir leider immer wieder dasselbe zocken. Das ist einfach nur langweilig. Ich weiß es auch, aber... Sagt das nicht mir, sagt das Eggman. So, jetzt kommen gleich die grünen Teile. Ich weiß es ja auch nicht, Freunde, ich weiß. Get a load of this. Get a load of this. Guck mal, die Atombombe. Spannung. See if you can make it through here, Sonic. Freunde, ich lege jetzt mal mein Headset ab. Mich nervt die Stimme. Es tut mir leid. Mal gucken, ob ich so auch noch halbwegs gut kommentieren kann. Get a load of this. Ja. Get a load of this. Jetzt werden die mich zwar ein bisschen, schlechter verstehen, aber es ist mir scheißegal. Mich nervt es einfach nur noch die ganze Zeit, diese nervige Stimme zu hören, die 3000 Mal dasselbe sagt. See if you can make it through here, Sonic. Tut mir leid, wird jetzt euch angucken. Ne, müsst ihr ja nicht, ihr könnt ja vorspielen. Empfehle ich euch jetzt. Kleiner Tipp von mir. Get a load of this. Sehen wollt ihr mich. Damit wählen wollt, also wenn ihr mich wollen sehen wollt, it's no use. Empfehle ich es euch, den Scheiß hier über. Springen einfach. Ja, danke. See if you can make it through here, Sonic. Oh, ich höre es trotzdem noch. Ich pack's nicht mehr. Get a load of this. Wieso? Wieso? Get a load of this. Eggman, wie kann man so dumm sein? It's no use. Give up. Der Name sagt eigentlich schon alles, oder? Eggman, Eiermann, Dumm? Weiß ich nicht. Whole system. Full Power. Oh, System Full Power. Und das habe ich nicht gehört. Aber ich sag's trotzdem, weil ich Bock habe, es zu sagen. Ich bin der neue Synchronsprecher von Dr. Eggman. He's not gonna get away with this. It's no use. Give up. No way. I can't believe this. Ich stelle mich einfach jetzt hier hin. Bam, badam, badam. So, wisst ihr was? Ich setze mein Headset jetzt auf. So, und jetzt gucken wir uns halt an, ob das klappt. Watch out. He's up to something. Leck mich! Hurensohn, leck mich! Hey, I'll play with you some other time. 23 extra Lebensrunden zu 3. Danke.
Es ist vorbei. Ja. Na, der Remake wäre geil. Mit weniger Bugs. Und halt, ne, für die Wii U mit besser animierten Mund und so ein Stuff. Aber ansonsten, ja. Na, der Remake wäre hier für das Spiel echt das Beste. Gut. Wir haben die Sonic Story durch. Yay. 12 Parts. Reines Nerven, Gequäle, oder wie auch immer man es nennen will. Aber wir haben's. Der finale Endboss war so verbuggt, ich weiß es einfach nicht, wie man das sagen jetzt könnte. Und das war's auch schon, oder? Nee, das war es noch nicht. Original Stuff. Okay. Genau, das ist ja ein Remake so gesehen schon von dem Game. Es gab Sonic Adventure DX, glaube ich, oder Sonic Adventure gab's nur. Und das ist so gesehen das Remake, keine Ahnung, wieso die Director's Cut wurden irgendwelche brutalen Szenen gestrichen. Ich habe das Original nie gespielt. Was ist das eigentlich rausgekommen? Auch für GameCube, dann könnte ich es mir holen. Egal. Es ist vorbei. Also, die Sonic Story. Als nächstes waren wir uns an Tails und rocken mit denen die Story durch. Hoffen wir das, was wir rocken. Und ansonsten, für die Leute, die es jetzt nicht mehr interessiert hier, ihr könnt gerne wegschalten. Aber die Tails Story ist nochmal was ganz anderes. Wir sehen das komplette Spiel aus Tails Sicht. Wir wurden ja ein paar Mal von Sonic getrennt. Ich bin auch schon gespannt, wie es losgehen wird, die Tails Story aus dem Grund. Ich hoffe einfach, es sind noch ein paar Leute dabei dann bei der Tails Story. Und wir haben ein wirkliches Statement, will ich noch nicht abgeben, da es ja noch nicht vorbei ist, das Spiel. Geht ja noch weiter. Noch sehr viel weiter. Wir haben noch die Tails, die Knuckles, die Amy, die Gamma und die Big Story vor uns. Und dann seien wir mal gespannt, ob ich dann die 100% noch mache. Gut. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Let's Play bis hierhin gefallen hat. Und ja, ich bin still, also ab jetzt lasst euch die Musik hier noch bis zum Ende anhören und verabschiede mich hiermit schon mal von euch. Das war's für den ersten Teil von Sonic Adventure DX Director's Cut. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Ist doch ein schöner Abschluss für die Sonic Story, oder? 17 Embleme haben wir gesammelt in der Sonic Story. Wuhu. Gut, Freunde. Damit verabschiede ich mich. Bis zur Tales Story. Bis dann. Und tschüss.